Hallo zusammen. Heute in unserem neuen Video geht's um ein kaputtes Efter. So, manche von euch kennen das vielleicht. Kommen wir ein bisschen näher ran. Mir ist nämlich hier was Blödes passiert. Mir ist der Sattel runtergefallen und dann ist genau das da passiert. Ich habe hier eine schöne, fette Macke am Sattel. Und das ist auch richtig aufgeplatzt, ne? Also hier ist es richtig wie so ein Cut drin. So. Das ist jetzt verhältnismäßig noch harmlos. Also da gibt es viel schlimmere Szenarien, wo das wirklich hier einmal so, ja, so wie so ein Zickzack dann einmal so ein bisschen aufgerissen ist und der Sattelbaum durchkommt, je nachdem wie blöd der Sattel fällt. Sattel ist neu, super ärgerlich, aber ich dachte, es ist in dem Fall wirklich mal ganz gut, um zu zeigen, wie man da so ein bisschen Smart Repair das Ganze wieder hinbiegen kann, dass es nicht mehr ganz so scheiße aussieht. Also wir haben natürlich auch die Möglichkeit, was ich mit dem Sattel auch definitiv noch machen werde. Ich werde den einschicken zum Hersteller und werde einmal den Sitz neu beziehen lassen. Kostet aber sehr viel Geld und ist deswegen für manche einfach auch, ja, keine Option oder einfach indiskutabel, weil das auch oft natürlich bei alten Sätteln passiert oder. Und man dann natürlich sagt, okay, einen alten Sattel, der vielleicht nur noch 5, 6, 7, 800 Euro wert ist, da lasse ich keinen neuen Sitz drauf machen für 500 Euro aufwärts. So, deswegen dachte ich zeige euch das mal, wie man das Smart Repair mäßig lösen kann. So, und ich würde auch mal sagen, wenn man da ein bisschen geschickt drin ist, kann man das auch selbst machen. Man kann es natürlich aber auch selbst sehr stark versauen. Und deswegen, also wir bieten es auf jeden Fall mit an. Ihr könnt es bei uns machen lassen. Ich zeige euch heute mal, wie es geht, wie wir das machen, dass ihr mal so ein bisschen eine Idee dafür bekommt. Jetzt gibt es auch wieder verschiedene Herangehensweisen, was man da alles machen kann. Man könnte zum Beispiel hergehen und könnte das, was jetzt hier absteht, sauber abschneiden mit einem ganz scharfen Messer, dass wir wirklich keine wirkliche Schnittkante mehr übrig haben. Gehen da mit ein bisschen Farbe drüber und dann ist das ja schon ziemlich stark weg. Und ich würde auch sagen, egal wie wir es bearbeiten, man wird es hinterher immer noch ein bisschen sehen. Aber es wird zumindest so sein, dass man es nicht mehr auf den ersten Blick erkennt. Und das ist für viele von meinen Kunden war das schon oft der Punkt, wo sie gesagt haben, okay, komm, nimm den Sattel mit, mach mir das, weil das reicht mir schon. Ich möchte nur nicht mehr diese blöde Ecke oder diese blöde störende Schramme da oben sehen, sondern ich möchte, dass es einfach ein bisschen schöner aussieht. So, wir machen jetzt Folgendes. Ich hole noch mal eben was. So. So, ich werde jetzt erstmal hergehen und werde das, weil das ist ja wie so ein kleiner Lappen, der hier übersteht, werde da vorsichtig ein bisschen Kleber reinmachen. Es muss halt natürlich ganz wenig sein, dass es auch schön trocknen kann und auch der Kleber dann dementsprechend hält. Und ich lege mir das mal, bumm, lege mir das Ganze mal so hin, in der Hoffnung, dass man es gut sieht. Und werde dann da jetzt erstmal ein bisschen Kleber dran geben und werde das Ganze erst wieder drüber oder halt zukleben. Das muss halt schön dünn einfach drauf, dass da ja nicht zu viel Kleber drin ist. Weil wenn da natürlich zu viel Kleber drin ist, funktioniert das Ganze auch nicht. Kann man auch, jetzt könnte man auch mit einem dünnen Pinsel machen, mit einem ganz kleinen. Ich finde es aber einfach so mit der Ahle hier, weil ich da eine direkte Verbindung dran habe, finde ich es jetzt persönlich am einfachsten. Das kann aber jeder machen, wie er möchte. Also wie gesagt, das könnt ihr auch, wenn ihr alles zu Hause habt, auch selbst probieren. Bei so einem Kleber ist wichtig, dass es ein Kontaktkleber ist. Kriegt ihr eigentlich die besten Ergebnisse mit hin. So. Jetzt werden wir das kurz mal ein bisschen ablüften lassen. Und dann kleben wir es zu. Dann sieht das Ganze schon mal besser aus, aber noch nicht perfekt. Und dann werden wir da noch mal ein bisschen dran modellieren. Da habe ich so ein schwarzes Wachs, da kann man nämlich auch noch mal ein bisschen mit drüber gehen. Da kriegt man auch noch mal die ein oder andere Stelle ganz gut weg damit. Und da ist es dann einfach so ein bisschen Fingerspitzengefühl und einfach ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, Bastelei quasi, bis es dann so ist, dass man sagt, okay, jetzt sieht das Ganze wieder ordentlich aus. So, wir lassen es jetzt mal kurz ablüften, so 5 bis 10 Minuten und dann kleben wir das drauf und na, gehst du zu. Und dann zeige ich euch die weiteren Schritte, wie es weitergeht. So, wenn du jetzt mal guckst hier, man sieht schon, das ist relativ gut zu. Man sieht auch wieder ganz okay aus, aber man kann das Ganze halt noch mal ein bisschen besser machen. Jetzt mache ich hier noch den restlichen Kleber weg, der da übersteht.
So, das hier ist übrigens mein Knochen. Ganz normales Sattlerwerkzeug. Es ist ein echter Knochen. Also, das ist so ein typisches Sattler-Modellierwerkzeug, wo man halt einfach nochmal ein bisschen was mit modellieren kann am Leder. Der ist auch rundherum abgeschliffen, dass der wirklich glatt ist und auch keine scharfen Kanten drin hat. Da kann man natürlich alles Mögliche irgendwo, wenn mal Kleber ist, zum Wegreiben oder wenn auch irgendwas hingedrückt oder modelliert werden muss, super mitarbeiten, ohne dass man irgendwelche Kratzer ins Leder macht. So, jetzt kommen wir mal das spannendere Teil. Wir wollen jetzt hier die Kante noch ein bisschen zukriegen und wollen einfach, dass das nicht so, ja, aussieht, wie es halt aussieht. Ich habe hier ein schwarzes Wachs. Das mache ich ein bisschen warm. Und trage hier erstmal ein bisschen was auf. Ist natürlich erstmal ein bisschen mehr drüber, weil die Kante da ja erstmal zu werden muss. So, sieht erstmal ziemlich scheiße aus. Ich mache das immer ganz gerne so, das handhabt aber auch jeder anders. Ich mache mir den Knochen immer ein bisschen warm und fange dann damit das Modellieren an. Jetzt muss natürlich das hier unten, das kann weg, weil da habe ich viel zu viel drauf. So, schabe ich mir das hier wieder so ein bisschen ab. Und jetzt geht es wirklich nur noch darum, das so hin zu modellieren, ohne dass es irgendwie großartig so aussieht, als wäre da mal was gewesen. Das ist jetzt einfach nur so ein bisschen, ja. So, ich mache hier mal ein bisschen weiter, weil das kann sich nur noch um Stunden handeln. Na, also das ist jetzt einfach so lange hin und her modellieren, bis es schön ist. Ich mache jetzt erst noch mal ein bisschen weiter und zeige euch das dann gleich nochmal, wenn ich es fertig habe. Kann jetzt 5 Minuten dauern, kann aber auch noch in einer halben Stunde hier stehen. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin fertig und wie man sieht eigentlich kaum noch was. Also, hier sieht man so ganz leicht, aber es ist kein Riss mehr vorhanden, also kein Riss mehr optisch wahrnehmbar, vor allem im ersten Moment. Und ich würde mal behaupten, wenn ich den Sattel jetzt weglege und mir das Ganze morgen nochmal anschaue, dann würde ich es nicht auf Anhieb finden. Und das ist ja auch das, worum es mir letztendlich ging. Der Riss ist da, der Riss ist drin und man kann es natürlich probieren mit Smart Repair, also das ist das, was wir jetzt hier gemacht haben, so gut wie es geht zu kaschieren und dass es einfach nicht mehr so stark auffällt. So, und da gibt es natürlich auch im Reitsportbereich oder im Sattelbereich noch hier und da so ein paar kleine Hilfen oder ein paar kleine Tricks, wie man sich damit behelfen kann. Und wir werden gucken, dass wir da auch mal so ein paar zusammentragen und euch dann nach und nach immer mal wieder einen an die Hand geben und euch was mitteilen. Und ja, finde ich persönlich immer ganz interessant. Ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auch schon mal so eine Erfahrung hattet oder schon so einen Sattel hattet, der dementsprechend kaputt war, dann könnt ihr mir das auch gerne mal unten in die Kommentarbox schreiben. Oder wenn ihr eine Frage zu einer Reparatur habt oder einer optischen Beschädigung, ob, was und wie man da retten kann, schreibt es gerne unten rein. Ich lese mir die alle gerne durch und wenn ich da helfen kann, beantworte ich die auch alle. Gut, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns übermorgen wieder. Ja, bis dahin, macht's gut. Ciao.